Gute, meine Freunde, und willkommen zu den dramatischen letzten Minuten hier in dieser Combat Mission Mission. 9 Züge haben wir noch, einiges an Feind, was uns noch gegenübersteht. Ja, diverse Ausfälle, unsere Mörsermannschaften werden überrannt. Also wirklich schön ist das hier alles nicht mehr. Und wir müssen jetzt schauen, wie wir dem Ganzen standhalten. Unterstützung ist unterwegs. Mal schauen, wie wir das Ganze hier umsetzen können. Wir müssen natürlich weiterhin vorsichtig bleiben. Überall hier im Wald ist Feind. Jetzt auf die letzten Meter nicht noch unnötig Männer verlieren. Das wäre mir sehr wichtig. Und wieder mal völlig versagt im letzten Part, zum Teil jedenfalls, mit den Target Arcs, weil ich einmal wieder vergessen habe, welche zu löschen. Die unpassend waren. Oh, hat es da wen beim Überqueren des Flusses erwischt? Ich weiß es nicht. Ja, scheiße, da ist noch was. Das konnte ja jetzt auch keiner ahnen. Oh nein. Passt doch auf, Jungs. Schießen unsere Mörser tatsächlich darüber? Oh, wir haben was erwischt. Aber uns hat's auch was erwischt. So ein Rotz. Boah, jetzt das MG. Nicht gut. Schießen sich hier noch was selbst weg. Ich hoffe, jetzt laufen sie mir gleich in die Schusslinie. Ich glaube, jetzt muss ich nicht mehr großartig vorrücken. Bin mal gespannt, was jetzt gleich passiert. So, hier drüben. Die Burschen. Ah, es hat endlich mal jemanden erwischt. Ich glaube es ja nicht. Ah, darf gerne mitschießen. Alle halten sie drauf. Tja, ich müsste halt eigentlich noch ein paar von diesen Punkten anlaufen, aber irgendwie fürchte ich mich davor. Ich glaube, das wird auch nichts mehr. Also jetzt nur noch Schadensbegrenzung zu betreiben hier. Ach du Scheiße.
sind das viele. Werft Handgranaten. Komm, treff den MG-Schützen. Das wäre schön. Wenn es so weitergeht, laufen sie mir wirklich gleich in die Arme. Hat es da jetzt die anderen beim Übersetzen vom Fluss erledigt? Nee. Die hängen da immer noch. Okay. Die haben da Feindkontakt. So eine Scheiße. Wahrscheinlich hat es den ganzen Rest da im Fluss erwischt, kann das sein? Lasst euch mal hier zurückfallen. Oh, die sind doch jetzt umstellt. Kann doch jetzt nicht mehr so viel passieren. Schicken wir noch den Platoon-Leader mal hier hin. Der soll nochmal hier die Stellung halten. So, und der Kompaniechef darf auch mit. Alles. Was verfügbar ist, wird rangeholt. Kollege. Lebst du noch? Ja, du lebst noch. Sitzt da in deinem Loch. Müsste eigentlich auch die Mörser mal zurückziehen. Hat's ja auch schon wen erwischt. Bin ich halt gespannt, was sich hier gleich tut. Ja, ich glaube, die Mörser bringe ich jetzt weg. Bevor das hier noch ins Auge geht, alles. Okay. Rennt einfach mal so schnell ihr könnt. Er hat eine Sicht auf den Pisser.
Hast du eine Munition? Ja, hast du. Gibt es jetzt hier Unterdrückungsfeuer? Hier viele Verluste. Es ist nicht schön. Gut, dann schauen wir mal. Jetzt baut die Mörser ab und rennt weg. Oh, haben wir was erwischt? Ah, hahaha. Sieht aus, als hätten wir jetzt hier das Headquarters-Element noch erwischt. Dann könnten wir vielleicht da nochmal auf vorrücken. Vielleicht klären wir nochmal so einen Patrouillenpunkt auf. Das wäre super. So, meine Mörser lassen sich zurückfallen. Das hätte ich eigentlich viel früher schon machen können. So. Und hier, still ruht der Wald. Tut sich gar nichts mehr. Ich glaube, jetzt haben wir endgültig alles erwischt. Lass die einfach mal weiter dahin schießen, das letzte bisschen Munition verbrauchen. Scheißegal, dass die anderen halt einfach vorrücken können. So, die Mörser sind in Sicherheit. Hier bleibe ich einfach in Position. So, und die Mörser sollen dann möglichst schnell wegverlegen. So, dann schauen wir uns das mal hier an. Was hier gleich passiert. Jetzt rücken sie langsam vor. Wo habt ihr den Feind? Hä? Ich glaube, ich muss die mit dem Handbefehl vorrücken lassen. Oh, tut sich da noch was? Der Deutsche hat seinen Angriffswillen verloren, so wie das aussieht. So. Da rücken wir jetzt endlich mal vor auf diese Farm. So, eingenommen. War aber scheinbar nicht dieser Patrouillenpunkt. So wie das aussieht. Tja. Die Frage, wo der ist.
sich die Jungs eventuell nochmal an die Flanke schicken. Der vielleicht hier irgendwo. Point Able. Einer, da müsste irgendwo einer sein. Und hier eventuell. Mal schauen. Jetzt muss ich halt wirklich die Jungs völlig schwachsinnig losschicken, damit ich da diese Punkte für diesen Wegpunkt kriege, damit ich jetzt hier am Ende nicht noch einen Loose reinbekomme. Die Mörsermannschaft haben wir aber erwischt. Steht keine Frage. Decke ich halt diesen scheiß Wegpunkt nicht auf. Das ist doch zum Kotzen. Ich könnte auch ihn hier nochmal losschicken. Vielleicht ist da ja auch noch irgendwo einer, aber da treibt sich ja auch was im Wald rum. Also ja, ich werde jetzt nicht unnütz nochmal Leute verschwenden. Was wir machen stattdessen ist, sagen Quit. Moment. Safe. Okay. Wenn ich jetzt sage Ceasefire, habe ich dann automatisch verloren? Ceasefire, the computer player will... Ah, okay. Die 2 Minuten, die schenken wir uns jetzt noch. Es passiert ja jetzt hier nichts mehr. Es ist ja der Sitzkrieg. No winner. Okay, unentschieden. Enemy casualties haben wir genug gemacht. Ground acceptable. Okay. Ach doch, ich habe die Wegpunkte gefunden. Ja. Einen habe ich nicht gekriegt. Ah ne, doch, ich hab's... Ah, die haben einen Wegpunkt verloren. Und die anderen habe ich nicht gefunden, genau, ja. Wegpunkt Able habe ich gefunden, die anderen nicht. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Puh. Also, ich habe noch 74... Gegner hat 34 Männer. Ich habe 24 Mann verloren, er 29. Ich habe 19 verwundet und er 25. Bei mir wurde wahrscheinlich einer gefangen genommen, bei ihm 3. Also relativ ausgeglichen die ganze Geschichte. Aber der Deutsche mit weniger oder wesentlich weniger Leuten im Feld gewesen. Wenn ich das jetzt so sehe, müssten es halt so zwei Züge gewesen sein. Ich hatte... Ja, okay, so viel mehr hatte ich jetzt auch nicht und ich musste ja angreifen, wenn er da irgendwo gesessen hat. Also, das Gelände war echt ein Fehler. War echt eine fiese Nummer. Ah, wenn ich mir das jetzt hier so angucke, hier nochmal deutsche Flammenwerfer. Da haben wir noch Maschinengewehr, das habe ich mir gedacht, dass da hinten was sitzt. Ach, ganz fies hier. Scharfschützen. Gut positioniert hier. Ach, die haben dann auch hier ständig unsere Leute weggeschossen. Oh, die haben sich angeschlichen, oder was? So, da auch noch mehrere Feindeinheiten. First Platoon HQ. Ja, doch, da haben wir gut was erwischt. Ja. Okay, also hier haben wir uns ganz gut gehalten, muss ich sagen. Da haben wir das Kompanie HQ. Natürlich hat... Ach nee, das ist doch nicht wahr. Wir haben alle erwischt. Bis auf den... was ist das? Ist das ein Hauptmann? Ich habe meine Brille nicht auf. Das ist ein bisschen schlecht zu erkennen gerade. Ah, das ist ja ätzend. Ah. Kurz vorm Einmal in die Hose geschissen. Ich dachte, wir hätten alle erwischt da hinten. Ah, wir haben schon ganz gut aufgeräumt, kann man nicht anders sagen. So, und was war jetzt hier noch am Leben? Da noch. Ach du Scheiße. Okay. Das wäre ja lustig geworden gegen die. Da haben wir noch eine ganze Gruppe.
Und da haben wir auch noch eine ganze Gruppe. Hi, der raus. Oh, aber die haben bei dem Angriff auch Verluste gemacht, so ist es nicht. Aber hier dieser Angriff da auf meine Mörserstellung, das war natürlich auch nett. Jo, hier eine Handgranate rein, das wäre gut gewesen. Ja, aber hätten die sich nochmal bewegt, wäre das wahrscheinlich nicht gut ausgegangen für sie. Aber wenn wir uns das jetzt auch hier angucken, wie gut die Deutschen auch bewaffnet sind, im Gegensatz zu meinen Jungs, muss ich mal sagen. Aber wir haben hier zwei MG42s. Hallo, die Waldfee. Wir haben nicht einen einzigen Karabiner hier drin. Also das hier, G43 mit Zielvorrichtung. G43, MP40, Sturmgewehr 44, MP40. Ja, also holla, die Waldfee. Ey, hat ja gar niemanden Karabiner. Die haben alle die guten Sturmgewehre. Das ist, ja. Natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Wenn ich mir das hier angucke, also die waren ja mal richtig gut ausgerüstet. Ei der Daus. Ja, gut, okay. Viele Panzerfäuste auch noch dabei gewesen. Gute, mein Lieber. Ja, das erklärt natürlich auch die Schwierigkeiten, einen so hohen Durchsatz an Sturmgewehren und Maschinenpistolen und MGs, den habe ich auch noch nicht erlebt. Normalerweise war ich mit den Amerikanern im Nahkampf immer im Vorteil, aber gut, man lernt dazu. Ich habe zumindest viel gelernt, was Flankenschutz hier betrifft. Und wenn ich mir das jetzt hier angucke, ja, also ich habe es dadurch, dass ich hier am Fluss so quasi in die Falle getappt bin, ist hier eigentlich die Flanke derartig aufgegangen, dass ich nicht mehr in der Lage war, meine beiden Platoons in einem zu bewegen, sondern ich hatte eigentlich zwei Kräfte, die hier gegen den Feind kämpfen mussten. Und das ist natürlich unschön gewesen. Also es wäre im Nachhinein besser gewesen, wenn ich die beiden Einheiten hätte besser zusammenarbeiten lassen. Jetzt habe ich hier irgendwie den Satz versaut. Egal. Problem war aber auch, dass die erst so spät gekommen sind, in Anführungszeichen. Und ja, wenn die gleich von Anfang an da gewesen wären, hätte ich vielleicht auch eine etwas andere Taktik gefahren. Wie auch immer, also theoretisch hätte es ganz gut funktioniert, den Feind hier einzukreisen und dann festzusetzen. Ich hätte tatsächlich den Fluss halten sollen. Das wäre, also hätte ich das gemacht, wäre die ganze Geschichte hier anders ausgegangen. Hätte ich jetzt gesagt, okay, ich nehme den Fluss quasi als Amboss und die Jungs hier an der Flanke als Hammer, der die von hinten zerquetscht, wäre das eine andere Hausnummer gewesen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Mörser haben leider auch nicht ganz so gut gearbeitet. Das lag vielleicht auch an schlechter Verbindung, Kommunikation, beziehungsweise auch, dass der Feind dann vor der Tür stand, nicht ganz so gut. Nichtsdestotrotz viel zu oft meine Flanken aufgelassen. Also wenn ich hier schon sehe, dass hier ein MG quasi direkt neben meinem Browning sitzt, ja, außerhalb des Target-Arcs von den Jungs, tja, scheiße. Also ich hätte viel mehr auf Flankenschutz achten müssen an vielen Stellen. Manchmal habe ich es ja ganz gut gemacht tatsächlich, aber gerade hier auch in dem Bereich, wo sie uns hier durchgelaufen sind, das war ja katastrophal. Also das ging zwar nochmal gut aus, hätte aber auch sehr hässlich werden können. Dementsprechend denkt an die Flankenkinder, gönnt euch Combat Mission. Final Blitzkrieg ist super, muss ich ehrlich sagen. Nochmal eine ganz andere Erfahrung jetzt auch für mich. Die Deutschen hier viel agiler. Und ich habe selbst die KI noch nicht so aggressiv erlebt. Also für mich eine neue Erfahrung, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich nehme viel mit aus diesem Gefecht. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und dann seht ihr auch mal, wie das aussieht, wenn so eine Kommunikations- und Befehlsstruktur komplett zerschlagen wird, was dann hier eigentlich an Performance geliefert wird. Das ist nicht mehr ganz so schön. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Warum speichere ich das? Das macht gar keinen Sinn. Egal.